Neues Protein gefunden, verlängerte Lebzeit um 25%, erhöht Muskelmasse, steigert Fettverbrennung hier in der Studie. In der renommiertesten Gesundheitszeitschrift der Welt Nature kam brandaktuell eine neue Veröffentlichung heraus, bezogen auf ein Protein bei Säugetieren, welches einen erheblichen Einfluss hat auf unsere Gesundheit. In diesem Video zeige ich dir, welches es ist, was es genau alles steuert, was verjüngt bis zu ein Viertel längere Lebzeit und wie man es beeinflussen kann. Jetzt noch eine gute Tat verrechnen und eine positive Bewertung dalassen. Los geht's mit dem Video. Das Protein, um das es geht, ist der Botenstoff namens Interleukin 11. Forscher wussten auch vor kurzem noch nicht genau, welche Zellen es dementsprechend erhöht im Körper, bis sie herausfanden, dass es sehr viele Zellen sind. Und vor allem dieses Protein wird sezerniert, ja, von allen Zellen, aber auch vor allem von den Leberzellen. Genau genommen geht es darum, wenn dieses Protein, genau genommen der Proteinspiegel, des Botenstoffs Interleukin 11 sehr tief im Körper ist, kam es zu erhöhter Muskelmasse, verminderter Fettmasse, Genverjüngung, ja, und Lebensverlängerungen. Wie wir sehen, aktiviert Interleukin 11 nämlich verschiedene Entzündungswege im Körper bei uns, darunter STAT3 und mTOR, welche die wichtigsten sind, die wir auf keinen Fall im Übermaß haben wollen. Denn Entzündungen sind der Schlüssel zur Entstehung von Krebs. Die Wissenschaftler haben das Gen in den Tieren gelöscht, damit der Körper kein Interleukin 11 mehr ausschütten kann und dann bei einer anderen Gruppe an Säugern dieses Gen aktiv gelassen, um zu schauen, was ändert sich im Körper bei den Tieren, die kein Interleukin 11 mehr im Körper bilden können oder nur in sehr geringen Mengen. Mit verblüffenden Ergebnissen, die wir uns jetzt mal zusammen ansehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn Säugetiere, die absolut gleich alt sind, gleich ernähren, in den gleichen Bedingungen aufwachsen, gleichen Temperaturen, aber nur einen Unterschied haben, ob sie das Interleukin 11 im Körper haben oder nicht. Und das ist der Grund, wieso ich dem so viel Aufmerksamkeit schenke in meinem Leben und ihr es auch überlegen solltet. Es gibt natürlich Nachteile, dass es keine Menschenstudie ist. Diese werden aber sicherlich noch folgen. Aber so etwas kann man nie an einer Menschenstudie testen, wenn man ehrlich ist. Das heißt gleiche Ernährung, gleicher Raum, gleiche Bedingungen. Das ist ja alles gleich bei den Tieren gewesen. Das kann eine Menschenstudie nicht leisten. Von daher ist das hier auch ein großer Vorteil. Das Wichtigste vorab, wenn es einen Grund gäbe, wieso dieses Interleukin 11 überlebenswichtig ist, dann würden diese Tiere sicherlich nicht 25% länger leben und so prachtvoll aussehen gegenüber denen, die es dementsprechend bilden. Ja? Das ist schon mal das Wichtigste schon mal vorab. Von daher ist es ganz klar erwünscht, dass wir es so tief halten, wie es einfach nur geht. Es gibt nämlich auch Gene, ja, wenn man diese löscht im Organismus, dann ist der Körper nicht mehr lebensfähig. Ja? Daher kann man herausschließen, dass je niedriger der Spiegel des Interleukin 11 bei den Säugern waren, desto besser für die Gesundheit es sind. Und wir sind nun mal auch Säugetiere. Ja? Hier sehen wir WT, das steht für Wild Type. Das bedeutet, die Tiere sind unverändert. Dann gibt es IL-11-, das bedeutet, das sind die Tiere, die dieses Protein, dieses Interleukin 11, nicht mehr bilden können. Man sieht hier, dass die Tiere ohne Interleukin 11 signifikant weniger wiegen. Wie wir aus anderen Studien wissen, korreliert ebenfalls Übergewicht mit höherer Sterblichkeit, sehen wir hier auch. Doch Körpergewicht ist natürlich zu allgemein. Aber hier sehen wir auch, dass die fettfreie Masse, also überwiegend auch Muskelmasse, signifikant höher ist in der Minus-Interleukin-11-Gruppe, wo es eben gefehlt hat. Dann, wie wir wissen, korreliert die Muskelmasse ebenfalls mit Langlebigkeit, sehen wir hier. Und auch der Körperfettanteil wurde bestimmt und dieser war auch signifikant niedriger in den Säugetieren, wo das Interleukin gefehlt hat. Das ganz Spannende ist aber die Telomerlänge. Dazu möchte ich euch mal erklären, wie überhaupt gemessen wird im Körper, wie alt jemand ist und beziehungsweise wie lange er noch zu leben hat. Und das ist die genaueste Methode überhaupt. Sehr spannend, mal eben 2 Minuten zuhören und genießen. Unsere Langlebigkeit ist von nicht so stark abhängig, wie viele Zellteilungen deine Zelle noch übrig hat, bevor sie stirbt beziehungsweise Selbstmord begeht. Ja, richtig. Jede Zelle kann sich nur begrenzt oft teilen. Doch da kann man etwas machen. Das klingt jetzt etwas abstrakt, aber ich möchte euch das mal ganz einfach erklären. Unsere Zellen können sich nicht unendlich oft teilen, um sich dadurch zu erneuern. Denn es gibt ein Phänomen, dass jedes Mal, wenn die Zelle sich teilt,
ein Stück von ihr verloren geht und sie sich dadurch verkürzt. Das hat zur Folge, dass die Zelle irgendwann so verkürzt wurde am Ende, dass es nicht mehr weitergeht, ohne dass es ihr schaden würde. Bevor das passiert, zerstört sie sich lieber selbst und das passiert dann dementsprechend auch manchmal sehr, sehr häufig und dadurch stirbt auch der Mensch. Das ist der Prozess der Alterung, sehr einfach erklärt. Etwas genauer beschreibt es aber Folgendes. Unsere gesamte Erbinformation ist in jeder Zelle unseres Körpers enthalten. Und zwar der Bauplan, wie man uns eins zu eins wieder in voller Größe erschaffen könnte. Dieser Bauplan befindet sich im Zellkern. Darin geschützt liegt dann auch die DNA, die wir eine Bibliothek nennen, ja? Da die Zelle nur ca. 75 Mikrometer groß sind, also 0,075 Millimeter nur groß, beinhaltet sie aber trotzdem 2 Meter DNA-Strang. Das ist nur möglich, da sie sich aufgespult hat auf sogenannte Histone, die dann die Chromosomen bilden, haben wir alle schon mal gehört, die nichts anderes sind als verdichtete DNA. Am Ende jener befinden sich sogenannte Telomere. Das sind die Enden des DNA-Strangs am Chromosom. Diese fungieren wie ein Schutzschild, ja, dass die DNA geschützt ist. Man muss sich das so vorstellen, ja, wie ein Schnürsenkel am Ende des Schnürsenkels selbst. Dieses Schutzschild, diese Plastikschicht und genau so fungieren auch die Telomere bei uns, bei unserer DNA. Bei einer Zellteilung verlieren wir einen Teil unseres Telomers, das die Zelle aber beschützt. Besonders vor Entartung, das heißt vor Krebsentstehung oder auch vor dem Verschmelzen von zwei unterschiedlichen DNA-Strängen. Die gängigen Sachen verkürzen die Telomere, wie Stress, frittiertes Essen, Rauchen und so weiter. Das ist genau, was hier beobachtet wurde. Die Telomerlänge war signifikant länger in der Gruppe, wo das Interleukin 11 gefehlt hat. Das heißt, diese waren genetisch jünger. Der weitere Marker mtDNA ist ein sehr wichtiger Marker. Denn dieser beschreibt die Dysfunktionalität der Kraftwerke eines Organismus. Das heißt, wie gut die Mitochondrien arbeiten. Arbeiten diese nicht, ist das die erste Instanz von Antriebslosigkeit, Übergewicht, Diabetes, Übersäuerung und dann gegebenenfalls Krebs. Dieses ist ebenfalls signifikant gestiegen in der Gruppe ohne Interleukin 11. Das heißt, die Mitochondrien arbeiten besser. Das geht auch damit einher, dass sie zuvor mehr Muskelmasse gebildet haben und dadurch natürlich auch weniger Fett, weil Muskeln auch Fett verbrennen. Denn Muskelmasse ist ebenfalls stark assoziiert mit Langlebigkeit, ganz wichtig. Deshalb gehe ich auch ins Fitnessstudio. Denn das sehen wir dann hier, ja, dass die ohne Interleukin 11 lebten noch deutlich länger, sehen wir hier noch. Also was wollen wir? Dieses Interleukin 11 definitiv absenken bei uns im Körper. Es gibt eine interessante Studie zum Thema Interleukin 11. Und wie man es gesenkt hat darin. Gegeben wurde hier DHA, EPA, Omega 3. Jetzt wurde etwas sehr Interessantes gemacht. Es wurde ihnen Schmerzmittel injiziert in Form von Ibo. Das kennen wir sicherlich alle. Dieses ist in hohen Mengen wirklich sehr schädlich für die Leber. Und den ALT-Wert, das ist ein Lebermarker, so kann man das vorstellen. Ja? Die einen Mäuse konnten sehr gut Omega 3 bilden, die anderen nicht. Man sieht hier, dass die Gruppe, die Omega 3 bilden kann, in Form von DHA, EPA und auch über die Ernährung bekommen hat, dass das Interleukin 11 und Interleukin 6, beides Entzündungsmarker, deutlich reduziert worden sind in den Organismen, in den Tieren. Und das ist eben ganz, ganz schön zu sehen, dass es sehr wenig Studien dazu gibt, aber es gibt Studien, die das zeigen, was da hilft. Man sieht aber auch, jetzt kommt das Allerwichtigste in dem Video, wenn man zu viel oxidativen Stress im Körper hat und dann Omega-3 zu sich nimmt, kann es sich zum Nachteil auswirken. Es ist hier ein extremes Beispiel natürlich, so leicht passiert das nicht im Körper. Aber hier wurde dementsprechend Schmerzmittel injiziert in hohen Mengen. Das führt offensichtlich zu ganz viel Sauerstoffradikalen, vor allen Dingen in der Leber. Und zu Gewebeschädigungen dementsprechend dann später. Dann kann es passieren, dass diese sehr anfällige Omega-3-Fettsäure, DHA und EPA, ebenfalls oxidieren im Körper und den Prozess beschleunigen. Daher ist es wichtig, immer genügend Antioxidantien zu sich zu nehmen, in Form von Sport, Beerenfrüchte, Gemüse und Supplements gegebenenfalls. Ich achte immer bei den Supplements, ich nehme die täglich, dass ich fettlösliche, wie zum Beispiel Coenzym Q10, Astaxanthin oder Curcumin oder sowas, mit wasserlöslichen Antioxidantien mische, wie zum Beispiel Vitamin C oder Glutathion. Wichtig, liposomales Glutathion, anders wirkt es nicht. Das fettige und das wasserlösliche Kompartiment zusammen abgedeckt, dann hat man erst einen vollen Schutz in der antioxidativen Kapazität. Ja, ist ganz wichtig, das haben viele nicht so auf dem Schirm.
Daher seht ihr, wie schädlich es ist, oxidiertes Omega-3-Fett zu sich zu nehmen, denn der absolute Großteil der Öle dort draußen sind leider ranzige Öle, denn die Werte sind nicht mal in der Flasche gemessen, sondern wurden vor der Abfüllung gemessen und die eigentliche Oxidation passiert ja bei der Abfüllung, denn da wird ja ordentlich Sauerstoff reingewirbelt erstmal. Oder auch Fake-Analysen gibt es auch, wo nicht wirklich ein unabhängiges Labor dahinter steht. Das sieht man dann irgendwelche Mitarbeiter unterschreiben oder sonst was. Ja. Und daher nicht die Realität widerspiegeln. Daher gehe ich keine Kompromisse ein und empfehle nur das Öl von Puracell, denn da sind die Analysen unabhängig laborgeprüft, auf der Homepage hochgeladen und in der Flasche wurde gemessen, also nach der Abfüllung. Wir verkaufen in der Regel auch kein Öl vom Totox-Wert von 20, denn die Gesundheitsgefahr geht zwar erst ab 26 los, aber man muss verstehen, dass das Öl pro Monat ja um 2 weitere Totox-Werte, also totale Oxidationspunkte, weiter reagiert. Und man bei einem Totox-Wert von 20 nach 3 Monaten in der Regel einen Totox-Wert im ranzigen Bereich haben könnte von 26. Also die Quintessenz: Sport, Beerenfrüchte, Gemüse, fettlösliche Antioxidantien, wasserlösliche Antioxidantien abdecken und ein nicht oxidiertes Omega-3 und ihr werdet Freude mit eurer Gesundheit haben. Alles Gute. Ist ebenfalls unten verlinkt. Bis gleich auf puracell.de und Dankeschön für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.